Ich will mein Grab schmieden. Gehen wir nochmal nach oben, zweiter Stock. Oh ja, ja, ja. Und letzter Stock. Ach, das war dieses Turmfenster. So, da waren wir drin. Aber da nicht. Kann es sein? Ich will nur nicht runterbrettern. Da ist hammer viel Zaun dabei, da ist Holz en masse dabei. Ich würde sagen, schwere Nöter, wir gehen dann jetzt wieder weg. Wissen, dass da was ist und auf jeden Fall müsste doch rein theoretisch hier eine Kiste sein. Da war ich ja gerade drin und da war ich nicht drin. So, ich denke mir mal, das ist ja nichts, das ist ja nicht mal ein Ofen. Okay, hier ist Zaun. Sollen wir so rattig sein und einfach ein bisschen Zaun mitnehmen? Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Weil wir haben ihn ja nicht gemacht, aber... Naja, hier ist ja kein Schwein und es wird ja alles morgen schon schlecht. Und deswegen meine ich es ja nur gut, damit wir hier ein bisschen... Der Rasen muss sich regenerieren, deswegen nehmen wir keinen Zaun mit. Also können wir mit gutem Gewissen sagen, wir haben es machen müssen. Das sind schon alle in den Brunnen drin, oder? Kommt, Jungs, kommt. Kommt. Soll ich sie retten? Of course. Die kommen da nicht mehr raus. Kommt, Jungs, kommt. Kommt, 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 kommt. Oh, kommt. Ja, jetzt ist gut, komm. Eins, zwei, drei. Hier, ja, was ist denn mit dem anderen Luigi? Komm, schwimm her. Schwimm her, Luigi. Komm her. Oh, ja, ja, ja. Vor ganzem Glück haben sie ein Ei geschissen. Jetzt komm her. Ja, ich lasse es trotzdem offen. Aber wir könnten jetzt sogar Schweinchen mitnehmen. Komm, komm mal mit, Schwein. Komm mit. Komm mit. Hühnchen, Hühnchen. Aber ich möchte das Schweinchen mitnehmen. Hey. Komm. Komm, liebe Schweinchen. Er sucht da was zum Paaren. So ein Arsch. Da ist noch ein. Komm, 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 komm. Das Schweinchen schaut mir nicht zu. Komm. Komm doch einmal mit. Ja, ja, wir nehmen jetzt die Hühnchen. Dann gehen wir darüber auf jeden Fall. Laufen wir bei dem anderen Hund vorbei. Hoffen, dass bei den ganzen Pavillonen hier mitkommen. Und das Schlimme ist, sie wissen noch nicht, dass sie geschafft werden, aber... Psst. Psst. So, hammer geil. Oh, oh. Jungs, werdet ihr es überleben? Ne, ihr könnt ja fast fliegen. Ihr könnt gleiten. So, wir gehen zu unserer Suite zurück. Und come on, man. Wir sind ziemlich viele, aber man kann genug haben. So. Ich werde meine kleine Zucht mit Hühnchen aufstocken. Und dann würde ich sagen, werden wir uns... Jetzt komm her, Mann. Come on, man. Jetzt sind es nur noch zwei. Ja, aber ist egal. Eins würde mir sogar schon langen. Komm, lauf da entlang. Ein bisschen schneller, wenn es geht. Ein bisschen schneller, meine Schaffen. Das ist ja nicht so viel voran. Genau, jetzt gehen wir darüber. Machen auf jeden Fall die Hühnchen klar. Dann suchen wir nochmal Schwein und dann suchen wir noch ein paar Kühe. Weil man kann sich sogar, meiner Meinung nach, aus diesem Leder, was da ist, eine Kuh. Oh, eine schöne Kuh. Oh, eine Kuh. Ich nehme nur das Ei mit. Okay, jetzt sitzen wir auf jeden Fall da drüben in die Kühe. Ich habe keinen Bock, da drüber hinzulaufen, weil da kommen die Hühnchen nicht rüber. Glaube ich. Aber da müssen sie hochkommen. Kommt, Jungs, ihr seid zu dritt. Einer darf überleben. Die anderen werden geschlachtet. Das sind jetzt Import-Chicken. Import. Nicht Import, sondern Import. Okay, der Schwarze hat uns verlassen. Neumann. Abkürzung. Kommt mit. Wir sind gleich da. Wir können leider nicht über das Wasser, weil genau über dem Wasser ich mein Arm für meine Penthouse schmieden. Komm mit. Kinder, komm mit, komm mit. Ich dachte die ganze Zeit, ah ja. So. Hier in Düsseldorf ziehen die Leute die Worte immer ganz lang. Ah ja. Geh mal. Ne? Hast du schon? Ne? Hast du? Kannst du? Sehr gewohnheitsbedürftig, aber ich muss was essen.
ein schönes Brot hat noch keinen Schaum. Apropos Essen, ich habe gerade für uns Jungs eine schöne Minestrone gemacht. Eine schöne Gemüsesuppe mit Nudeln. Ah, la la la, meine Hühnchen, der ganze Weg war für den Arsch. Komm, das Schwarze sah am Fuß aus, komm her. Das wollte schon runterspringen. Selbstmordgedanken. So, und zwar müssen wir jetzt leider darüber hier hoch. Tack, 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 tack. Die können doch ein bisschen Gas geben, oder? Oh Mann. Meine Herrschaft, es tut mir so leid, dass ich so ich umso schneller ich laufe, umso länger brauche ich. Komm. Du, 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 du. So, jetzt 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kommt die Chicken. Ja, war cool. Unsere Küche ist fertig. Ich habe heute noch mit Sascha einiges an Holz besorgt, damit ich die Mikrowelle und so einen kleinen Mini-Backofen noch an die Wand bekomme. Und natürlich den Wasserkocher für den heiligen Tee. Wir sind sehr starke Teetrinker. Also ungefähr das Vierfache an Tee wie Kaffee. Ah, fünffache fast. Ich laufe hier voll außen rum, weil ich den Hühnern nicht zutraue, auf den Berg zu steigen. Ich meine es ja nur gut. Jetzt ist da wieder eins weg, oder? Komm. Egal, haben wenigstens zwei überlebt. So, wir sind gleich da, Jungs. Haltet durch. Aber fliegen können sie runter, hä? Ja, dann würden sie auch schon hochkommen. So, komm, 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 komm. Ich habe langsam keine Geduld mehr. So. Wir müssen ja da runterkommen. So, über das Eis. Nicht brettern, nicht schwimmen. Ich falle bestimmt rein, aber die können ja schwimmen. Komm, Jungs, kommt. Und weiter geht's. Und weiter geht's. So. Alles hat funktioniert. Ich glaube, ich werde gleich den Trick noch einmal machen. Wir machen hier eine riesen Hühnerfarm. Oh, ist der goldig ganz dem Vater. Der ist ein bisschen komisch. Die können nicht mehr. Oh, ist auch nicht schlecht. So, ich würde sagen, ich mach zu. So, lass mal die ganzen Oschis hier drin. Samen habe ich auch übel viel mitgebracht, deswegen müssen wir auf jeden Fall noch eine... Oh, Entschuldigung. Wir brauchen, glaube ich, eine separate kleine Farm. Ich weiß nur noch nicht genau, wie ich das machen werde. Beziehungsweise, wo ich das Ganze anlegen werde. So, ich arbeite mit der teuren Diamantschaufel, aber wenigstens etwas, was ich noch retten konnte. Ich bin etwas überfordert, meine Damen und Herren. So, das ist ja mein Angelplatz. Den lassen wir so stehen. Ich könnte... Ne. So, jetzt haben wir auf jeden Fall eine Hühnerfarm. Da kommt keiner raus. Das ist schon mal sicher. So, auch der Kleine hier, der versucht irgendwas zu machen. Passt schon. So, da ist uns eine Monsterfalle. Da muss eigentlich noch nichts drin sein. So, richtig. Und dann brauchen wir noch eine fette Farm. Damit wir unsere Hühner und so, unsere Schweine abchecken können. So, nicht abstechen, abchecken, habe ich gesagt. Ich nehme noch dieses Ei mit. Da würde ich gerne einen Schalter machen, ne? Aber das bringt nichts, ne? So, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Tut mir leid, weil ich noch einen schönen Platz suche für die ganze Geschichte. Aber ich glaube sogar... Aha, aha. Oh, was ist denn hier? Schön, das sind was Scheißzeugs. Das ist ja... nicht mit Absicht gewesen. Aber es ist auch eine coole Kulisse, muss man sagen. Und die Sonne geht unter. Und da drüben. Die Sonne geht unter. Meine Herrschaften, ich würde sagen, auf jeden Fall geben wir jetzt richtig Gas mit unserer Farm, dass wir einiges an Essen haben. Dann natürlich Werkzeug und einiges an Rüstung. Und dann würde ich sagen, laufe ich ein bisschen spazieren. Weil langsam, aber sicher, kann ich es nicht mehr herausfinden. Weil ich bin ziemlich heiß drauf auf eine kleine Expedition. Die, was wir heute gemacht haben, war ja schon sehr schön.
Oh, ich habe vergessen, so einen Mammutbaum mitzunehmen. Aber es gibt natürlich noch einiges mehr zu entdecken. Deswegen würde ich sagen, geben wir mal ein bisschen Gas, damit wir hier eine kleine Struktur reinbekommen in die ganze Geschichte. Sprich, die Farm zu Ende bauen, damit wir genug Essen haben. Und ja, das passt ja alles. Wir brauchen auf jeden Fall noch... Hab ich noch eine Axt? Komm, einen Baum nehme ich kurz mit. Ganz schnell. Einen ganzen Baum. Damit wir uns beim Aufstehen dann eine schöne Tür machen können. Und... warte mal kurz. Und... ein paar Zäune. Zäune habe ich zwar abgeschlagen, aber man kann nie genug haben davon. So, ich nehme auch den da hier mit. So, komm. Die spinnen ja nicht so. Die wachsen ja alle danach, ne? Wer schießt auf mich? Wer schießt auf mich? Ne? Welches kleine Drecksteller-Gesicht schießt auf mich? Ja, es schießt auch noch richtig gut. Soll ich nochmal runtergehen und es nochmal versuchen? Vorm Schlafen gehen. Aha, interessant. Also die sind ziemlich gut drauf, muss man sagen. Der ist auch gut drauf, der war gut drauf. Der ist kopflos, der macht noch ein anderes Loch. Aber ich hole meine Punkte und meine Steinchen, weil, ne? Wir müssen ja wieder was gut machen. Wir waren bei Level 21, könnt ihr euch daran erinnern? Oder bei Level 20 auf jeden Fall. Aber ich bin der Meinung sogar Level 21. Aber das ist geil, weil hier unten haben wir so ein kleines Schlachtfeld und so. Das lassen wir alles so. Vor dem Berg machen wir auf jeden Fall unsere Farm. Und somit würde ich sagen, erkläre ich nochmal ganz kurz meine Inventory-Geschichte. Nach dem Aufstehen mache ich noch ein paar Tüten, beziehungsweise eine auf jeden Fall. Das Scheißzeugs eigentlich nicht ein paar rein natürlich, sondern rein. Den Baum behalte ich und die Eier schmeiße ich nochmal kurz nach draußen und das Essen kommt hier rein, haben wir gesagt. Und upsala. Und hier kommt das Teil rein. Das ist das Teil. Das ist alles okay. Ja, das lassen wir so auf jeden Fall. Okay, und dann müssen wir nur mal schauen, dass wir alles wieder so hinbekommen, wie wir es hinbekommen hatten. Nach und vor unserem Tod. Wir gehen nochmal gechillt natürlich. Okay, ganz schön. Meine Damen und Herren. Wir tanken uns auf in dem Feuer und deswegen sage ich hasta luego amigo und eine wunderschöne gute Nacht für alle. Und am nächsten Tag werden wir uns die Türen basteln. Ciao, ciao. Ich